Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Udo Sendeidekai und in diesem Video schauen wir uns zusammen mal einen Mono-Delay an. Klingt langweilig, aber wer so denkt, verschenkt einfach mal so sehr großes Potenzial. Ganz einfach gesagt ist ein Delay nur ein Echo mit ein paar weiteren Parametern, wie das Echo beeinflusst werden kann. Und genau diese machen das unscheinbare Device oder Plugin so interessant. Dann legen wir mal los. Hey! Ja! Das alles mache ich zwar mit Bitwig, ist aber genauso mit anderen DAWs und Plugins zu erreichen. Wie das geht, zeige ich euch wie gewohnt natürlich auch gleich noch. Ab einem bestimmten Punkt werde ich nicht mehr so viel sagen und einfach nur noch ein paar Infos einblenden. Denn dabei geht es ums Hören von Klangfarbe, Rhythmus und Melodie. So, ich gehe jetzt gleich mal los. Mache jetzt den Kanal hier schon mal auf plus 10. Ich habe hier noch einen Limiter drin, damit das Signal nicht gleich komplett rüber geht. Und zwar geht das erstmal um ein Mono-Delay. Ich nehme jetzt erstmal das Bitwig-Delay 1, das ist ein Mono-Delay. Und gehe da mal ganz kurz drüber, damit einfach klar ist, was wir da vor uns haben. Also hier ist erstmal so das Delay und jetzt habe ich hier erstmal zwei bzw. drei Einstellungsmöglichkeiten. Standardmäßig ist hier eingestellt, dass das Delay gesynkt ist mit dem Tempo, was ich hier habe. Und ich kann dieses gesynkte Tempo nochmal ein bisschen variieren, indem dass ich das jeweils um ein Drittel vor oder ein Drittel zurückschieben kann mit diesem Schieberegler. Dann kann ich hier umschalten und kann das komplette Delay nur auf Millisekundenbasis machen. Hat verschiedene Vor- und Nachteile oder verschiedene Vorteile, sagen wir mal eher so. Nachteile jetzt eher wenig, weil ich ja beide Möglichkeiten habe. So, eines der wichtigsten Parameter in einem Delay ist das Feedback. Wenn ich das Feedback auf 0 stelle, dann habe ich ein einziges Echo und danach ist Feierabend. Wenn ich natürlich das Feedback weiter hochdrehe, dann durchläuft das Originalsignal das Delay und wird dann mit einem Level, der bis zu 0 dB hochgeht und dann auch ordentlich Feedback erzeugen kann, nochmal wiederholt in das Device reingeschoben. Und wenn der Level halt niedriger als 0 dB ist, ist das wieder reingeschobene Signal dann natürlich auch um entsprechend zum Beispiel jetzt hier knapp 10 dB leiser. Dann ganz, ganz wichtig an einem Delay, es ist auch der Filter. Und zwar gibt es hier einen Low-Cut-Filter und einen High-Cut-Filter, womit ich einfach das Signal, was hier schon bearbeitet wurde, nochmal filtern kann, bevor es dann wieder hier in dieses Feedback reinkommt. Und der letzte Parameter ist hier der Mix-Parameter, mit dem ich sagen kann, wie viel Delay da durchgeht. Das heißt, ich kann von 0, das ist dann gar kein Delay, bis zu 50, dann ist Original-Delay und Originalsignal und Delay dann parallel gleich viel. Und wenn ich drüber gehe, habe ich dann nur noch das delayte Signal oder irgendwas dazwischen. Also ein relativ einfaches Device. Es erzeugt einfach ein Echo und ich kann dann einfach sagen, das Echo wiederholt sich dann entsprechend, wie stark ich das Feedback einstelle und ist dann auch noch gesynkt und gefiltert. So, was ich an diesem Delay noch habe, ist hier dieser FBFX-Container. Das ist der Feedback-Effekt-Container. Das heißt, ich kann hier noch weitere Effekte reinpacken, wenn ich das Signal hier quasi durchhabe und bevor das quasi mit dem zurückgeschickt wird, nach dem Feedback hier, nach dem Level, wo ich sage, okay, ich schicke das ganze Signal nochmal zurück, geht das hier nochmal durch den Feedback-FX-Container. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel einfach einen Pitch-Shifter reintun und dann wird das Signal, was quasi nochmal hier durchgeht, etwas leiser in der Pitch angehoben oder abgesenkt, je nachdem, was ich hier einstelle. So, das ist natürlich eine schöne Bitwig-Eigenschaft, dass ich hier gleich den Feedback-FX-Container habe. Wenn ich das jetzt nicht habe, kann ich das anders lösen. Ich nehme hier jetzt einfach mal statt des Delay 1 zum Beispiel einfach mal das Valhalla Supermassive. Das ist ein freies Plugin, wird oft als Reverb benutzt, ist aber eigentlich ein Delay-Plugin, wobei zwischen Delay und Reverb gibt es nur marginale Unterschiede, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und so, wenn ich das jetzt in der Standardeinstellung lade, dann muss ich ein paar Sachen machen, nämlich vielleicht erstmal das Feedback runter, die Modrate runter, Depth runter, EQ ist komplett offen an der Stelle
Und ich mache das jetzt auf Width 0, dann habe ich nämlich einen Mono-Delay und der Mix ist hier auf 50. Ich habe hier jetzt eingestellt 300 Millisekunden, kann ja umstellen zum Beispiel auf Dotted. Wenn ich das Delay 1 hier vielleicht nochmal schnell reinlade, habe ich hier zum Beispiel 16. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Achtel Dotted wären 3/16. Das heißt, ich hätte hier ungefähr den ähnlichen Effekt. So, das kann ich jetzt einfach so benutzen und mit dem Feedback-Schalter habe ich jetzt quasi diesen Feedback-Schalter und mit dem EQ hier habe ich diesen EQ hier und hier habe ich noch eine Mod-Rate, was mir das Signal wird halt nochmal mit einem LFO quasi hin und her geschoben und verzögert und verschnellert. So, jetzt kann ich den Valhalla so benutzen, wie ich den Delay 1 hier benutze. Hab aber keinen Feedback FX-Schalter. So, das kann ich jetzt einfach dadurch lösen, indem ich hier nochmal ein FX-Track anlege und das Valhalla in diesen FX-Track reindrehe und den Mix-Schalter hier auf 100% stelle. So, und jetzt kann ich aus dem Originalsignal, nehmen wir das Delay 1 hier mal raus, damit das nicht verwirrend ist, das Signal von hier in den Valhalla Supermassive mit dem Sendregler hier komplett reinschieben. So, und wenn ich hier jetzt ein Signal habe, dann geht das hier nochmal rein. Ich mache jetzt hier gerade mal, packe jetzt hier gerade mal einen Search XT rein, ohne große Änderung. Da ist jetzt einfach nur eine Sägezahn drin und mache jetzt hier einfach mal ein paar Töne rein. So, und dann hört man hier auch schön, dass der Valhalla ordentlich mit Feedback umgeht. Wenn ich das jetzt mal ausmache, und vielleicht und kann das jetzt einfach hier reinschieben. So, jetzt habe ich einfach nur das Delay, das Valhalla Supermassive Delay, einfach auf den Send-Kanal geschickt und habe jetzt nur mein Signal hier reingepackt und habe jetzt einfach nur ein Standard-Delay drin. Ich will aber ja das Feedback-Delay haben. Das heißt, alles, was hier reingeht, soll nochmal hier durch. So, in Bitwig und in einigen anderen DAWs gibt es jetzt noch die Möglichkeit, wenn ich hier jetzt zum Beispiel einen Pitch-Shifter einen Pitch-Shifter reinlege, gibt es die Möglichkeit, dass ich in diesem FX-Kanal oder AUX-Kanal noch einen zusätzlichen Send-Regler habe, womit ich quasi das Signal, was hier reinkommt, nochmal als Feedback hier reinschieben kann. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, muss ich aufpassen, weil Feedback ist immer ein bisschen gefährlich. So, das ist jetzt eine Möglichkeit. Wenn jetzt die DAW sowas nicht hat, so einen Feedback-Regler, dann kann ich einfach hingehen, kann sagen, okay, ich habe jetzt das Valhalla hier drauf und möchte da jetzt noch einen Pitch-Shifter drauf haben. Jetzt packe ich hier einfach nochmal einen FX-Track dazu und packe das Pitch-Shifter-Device hier rein. So, hier haben wir den FX aus und jetzt schiebe ich das Signal von diesem AUX-Track mit dem Send-Regler in den Pitch-Shifter Kanal rein. So. Und von dem Pitch-Shifter-Kanal schicke ich das Signal wieder zurück an den Valhalla und den Pitch-Shifter mache ich ganz aus. So, und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, weil es ist ein Feedback und Feedback ist immer ein bisschen gefährlich. Und es gibt aber hier noch diese Optionen mit Auto, Pre- und Post-Sender.
So, und da muss ich jetzt nämlich aufpassen, weil in der Standard, bei Bitwig auf jeden Fall, in der Standard-Konfiguration wird das gemutet. Das heißt, wenn ich jetzt das hier habe, will ich gar nichts mit. Ich muss hier jetzt auf Pre gehen, damit ich was höre. In dem Pitch-Shifter-Kanal. Und der Pitch-Shifter sendet es ja wieder zurück, eben an den Valhalla. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas ändere, habe ich den gleichen Effekt. Ist ein bisschen komplexer, das ganze Setup, aber funktioniert genauso. So, machen wir das Ganze hier mal wieder weg. Und jetzt habe ich hier diesen Search am Start. Ich habe hier oben noch ein paar Drums angelegt, damit wir später einfach mal so ein bisschen noch wie so ein Metronom haben. Und das Metronom ist nichts Besonderes. Das Metronom an sich wäre halt einfach ein bisschen nervig. So, jetzt packe ich einfach mal das Delay 1 nochmal hin. Ich nehme das hier jetzt einfach als Beispiel, weil das schön übersichtlich und ja, einfach ist. Also man sieht relativ schnell, was man macht. So, Standard ist hier 8 punktiert oder 3 Sechzehntel als Delay. So, und das ist jetzt ganz normal, nichts Besonderes. Wenn ich Feedback ausmache, habe ich das hier. Jetzt habe ich im Titel geschrieben, dass es noch um Melodie geht. Und zwar geht es auch so ein bisschen darum, wenn man mal so ein bisschen keine Idee hat, was man machen kann, kann man einfach mal mit solchen Devices rumspielen. Oftmals sind es so diese kleinen Devices. Wenn man sich mit diesen beschäftigt, dann kommt man an einen Punkt, wo man vielleicht einfach sehr interessante Sachen findet. Und zwar ist es oft so, dass in elektronischer Musik hauptsächlich, aber auch in anderen Musikgenres, je nachdem, welchen Part man da bearbeitet, mit ganz einfachen Dingen, ganz einfachen Melodien. Und ich habe jetzt eine Melodie, die besteht nur aus 4 exakt denselben Noten, die immer auf der 1 sind. Also jede Viertel wird eine Note gespielt. Machen wir kurz das Delay aus hier. Und so an sich klingt das natürlich mega langweilig. So, und damit das ein bisschen aufregender klingt und mehr Glitzer hat, habe ich jetzt halt einfach mal ein Delay reingepackt. Und das ist mit der Standardgeschichte Default Preset. Sieht das so aus. Klingt schon mal ein bisschen aufregender, alleine nur mit diesem Standard. So, und jetzt können wir aber verschiedene Sachen machen. Wenn ich zum Beispiel wirklich keine Ahnung habe, was könnte ich jetzt an Melodie machen, beziehungsweise wie kann ich das hier, meine Idee oder meine Verzweiflungstat, einfach ein bisschen interessanter gestalten. Wie gesagt, da habe ich das Delay geladen und das tut schon mal was. Aber eigentlich ist das auch ziemlich langweilig. Ich kann jetzt einfach mal anfangen, mit dem Delay 1 zu spielen. Ich nehme einfach mal das Feedback raus. Ich nehme einfach Komplexität aus dem Delay raus und will einfach nur mal versuchen, mit dem, was ich habe, mit einem Echo mal so ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, wie kann ich jetzt diese Melodie, oder es ist eher eigentlich mehr ein Rhythmus, versuchen, interessant zu gestalten. So. So, wenn ich jetzt hier einfach mal durchgehe, dann bekomme ich dann je nach Block hier dann wieder ähnliche Resultate, außer dass das Delay dann einfach länger dauert. Heißt, wenn ich hier enden würde, würde es einfach noch länger nachdelayen, weil die einfach später kommen. So, das heißt, ich kann hier schon mal ein bisschen was machen. Wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel nochmal die Position verändere, da kann ich immer ein Drittel langsamer oder ein Drittel schneller das Delay machen, als ich hier eingestellt habe. Thank you.
Da hört sich das irgendwie so ein bisschen wie so ein Swing an, den ich in diesen, in dieses Delay reinbringe. So, und dasselbe kann ich jetzt, mache ich jetzt mal für die 3/16 bzw. das Achtel punktierte. So, also ich kann hier nochmal so ein bisschen variieren. Alles irgendwie okay, jetzt aber auch nicht so der Wahnsinnsbringer. So, aber wir haben ja, oder ich habe extra das Feedback ausgemacht, um die Komplexität erstmal rauszunehmen. Weil das nächste, was wir machen können, ist hier nochmal mit den Sekunden oder Millisekunden hier rumspielen. Und da kann ich dann einfach von der Rhythmik nochmal ein bisschen vielleicht genauer arbeiten, muss es aber halt immer an das Projekttempo anpassen. Kann jetzt zum Beispiel das Timeshift nehmen und kann einfach mal gucken, wie lang so die einzelnen Werte sind. Wenn 16 werden jetzt 142 Millisekunden. Kann ich mal einstellen. Circa. Das würde dem hier entsprechen. Aber ich kann halt einfach nochmal dazwischen gehen, was ich hier unten auch nochmal immer so ein bisschen mit beeinflussen kann. So, gehen wir wieder auf die Einstellung, die ist, sag ich mal, die einfachste. So, jetzt haben wir noch den Filter und Filter ist ja immer eigentlich was Cooles. Wir haben ja noch gar nicht am Mix-Knopf rumgedreht, aber den lasse ich jetzt einfach mal so ungefähr hier auf knapp 50%. Und beim Filter, wenn man da genau hinhört, dann hört man da auch, wie sich dann der Sound, also die Klangfarbe natürlich verändert, weil das Echo natürlich dann gefiltert ist. Und das ist manchmal so ein bisschen, kann man je nach Instrument dann auch ein bisschen vergleichen mit einer Velocity, je nachdem, was ich hier mache. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel die hohen Frequenzen wegnehme, klingt das ein bisschen wie so ein gedämpfter Sound, was er ja auch ist. So, ich mache das jetzt einfach mal sehr extrem. So, und das hört sich alles immer noch nicht so wahnsinnig, also dass man jetzt da was aufbauen könnte. Und dazu kommt jetzt auch nochmal das Feedback mit ins Spiel. Feedback wiederholt ja das quasi fertig produzierte eine Echo ab und schiebt das dann nochmal hier rein und dann wird das nochmal mit den gleichen Parametern bearbeitet. Ich packe jetzt hier nochmal auf das dritte 16. So, alles immer noch ziemlich langweilig und jetzt gebe ich einfach mal Feedback mit dazu. Und da muss man auch wieder so ein bisschen aufpassen. Am besten macht man dann Peak-Limiter oder irgendeinen anderen Limiter, der zur Not alles nochmal auffängt. So, also was hier jetzt passiert, ist immer beim dritten 16. wird das wiederholt und das Ganze wird gefiltert und dann in das Feedback und dann wird es nochmal beim dritten 16. wiederholt und dann noch weiter gefiltert. Und was man gut hören kann, ist, dass einfach je weiter höher ich das Feedback drehe, also desto lauter das Signal dann wieder hier vorne reinkommt, desto mehr Feedbacks höre ich an der Stelle, die gefiltert sind. Also gefilterte Feedbacks, die gefiltert werden, die wieder gefiltert werden, die wieder gefiltert werden, die wieder gefiltert werden, was halt so ein Feedback macht. So, und jetzt kann ich mit dem Feedback einstellen und einfach vorsichtig hochdrehen und gucken, ab welchem Zeitpunkt wird das Signal immer lauter. Und dieses immer lauter werden hat viele verschiedene Faktoren. Und der größte Faktor ist eigentlich hier der Filter. Wenn ich den Filter hier komplett aufmache, wird das Signal schneller lauter. Je weiter.
Es schaukelt sich langsam auf. So, und was ich aber jetzt machen kann, ich kann den Filter einfach benutzen und kann das Feedback dann weiter aufdrehen, weil ich ja Signale wegfiltere. Und ich drehe hier schon am Mix-Schalter und da kommt dann einfach das Feedback läuft immer noch, da muss man so also ein bisschen aufpassen. Und es kommt jetzt einfach nur noch mehr Originalsignal durch. Und wenn ich es dann in die andere Richtung drehe, dann hört man, wie dieser Rhythmus, den ich hier durch, mit dem Feedback und diesem 16. Delay einstelle, immer lauter wird. So, und ich habe ja immer noch dieses sehr langweilige. Jetzt kann ich einfach mal hingehen. Ich könnte jetzt anfangen, verschiedene Tonhöhen zu nehmen. Aber das Erste, was ich mache, ist, ich nehme jetzt einfach mal, da ich am Anfang immer auf der 1 loslegen will, und am Ende vielleicht auch nochmal so eine Note haben will, wo ich sage, hier ist Feierabend, nehme ich jetzt eine der beiden Noten. Könnt auch beide nehmen, aber ich nehme jetzt einfach mal eine und verschiebe die einfach mal um eine halbe Note, um eine Viertel, um eine Achtelnote weiter nach rechts. Das heißt, die kommt später und die kommt so, wie sie kommt. So, wenn ich das Ganze jetzt spielen lasse ohne Delay. Oder ich könnte es natürlich auch anders machen. Ich lasse die hier und schiebe die hier hin. So, packe ich jetzt das Delay dazu und jetzt mache ich hier wieder das Standard-Preset rein. Das heißt, wir starten wieder von vorne. Dann klingt das Ganze erstmal so. So, und ich lasse es jetzt einfach mal bei diesen 3/16. Da kann man viel, viel hin und her drehen und machen und tun. Und ich konzentriere mich jetzt aber eher auf Feedback und Filter. Und den Mix lasse ich auch ungefähr hier stehen. Vielleicht drehe ich da ab und zu mal rum, mal in die Vollen rein oder nicht. Und ich spiele jetzt einfach mal mit diesem Filter rum. Und später fangen wir dann an, hier noch verschiedene Tonhöhen einfach mal so auszuprobieren und rein zu tun und einfach mal zu gucken, was sich da entwickelt. Die Idee dabei ist, dass einfach die Möglichkeiten von so einem Mono-Delay zu nehmen, diese, ich sag mal, langsam ansteigende Komplexität von einem Mono-Delay zu nehmen, um dann etwas zu entwickeln, woraus wir dann später eventuell eine Melodie machen können oder einen kompletten Track zum Beispiel. Ich würde auch immer vorschlagen, mit einem Mono-Delay anzufangen, weil ein Stereo-Delay gleich mal wesentlich komplexer wird durch das Stereo-Bild. Das Ganze kann man dann auch adaptieren und dann mit Stereo weitermachen und das Ganze halt so weit ausbauen, dass man da richtig was mega Komplexes baut. Aber so erstmal starten und damit warm werden würde ich erstmal mit einem Mono-Delay, weil es halt einfach kontrollierbarer ist. Apropos und immer nicht den und immer den Limiter dran tun, den bloß nicht vergessen. Musik
Thank you.
We'll be right back.
Oh,
Also man kann eine ganze Menge, eine ganze Weile mit so einem Mono-Delay durchgehen. Hätte jetzt natürlich noch einen Reverb hinten dran packen können, irgendwie ein einfaches. Und dann noch ein bisschen mehr Glitzer dazu tun. Aber in so einem Mono-Delay und dann später auch in einem Stereo-Delay oder danach in einem Dub-Delay, also 3-, 4-, 5-fache Schaltungen hintereinander, da steckt eine Menge Potenzial drin, allein nur durch das Feedback, durch den Filter an sich, durch die verschiedenen Delay-Zeiten sowieso. Und wenn dann natürlich noch weitere Effekte reinkommen in das Feedback von dem Delay an sich, sowas wie ein Flanger oder einen Pitch Shifter oder es gibt noch wesentlich mehr Plugins, Bit Crusher oder was auch immer, was man da reinbringen kann, um einen Delay einfach wahnsinnig interessant zu machen. Und auch bei so einem langweiligen, bei so einer langweiligen Melodie oder bei so einem langweiligen Rhythmus kommen da schon extrem interessante Sachen bei rum. Natürlich wird das Ganze nochmal wesentlich komplexer, wenn eine Melodie oder irgendwelche Akkorde noch mit dazukommen, wobei dann natürlich auch wieder die Sache ist, wenn, umso komplexer das wird, umso durcheinanderer könnte das auch werden und für Zuhörer könnte das dann undurchschaubar und einfach zu viel sein, sodass man dann relativ schnell abschaltet. Also da immer so ein bisschen gucken, wo kann man noch irgendwie folgen? Ist da jetzt irgendwie ein Weg, der da beschritten ist, dem man quasi folgen kann, dem man zuhören kann? Und vielleicht noch eine kleine Sache ganz zum Schluss wäre noch ein Tipp, dass vielleicht nicht nur die absoluten Einstellungen hier, die ich hier an dem Delay oder an den Effekten im Feedback gemacht habe, irgendetwas Interessantes produzieren können, auch die Übergänge dahin. Ihr habt das bestimmt gehört, wenn ich an Schaltern irgendwie mal so zwischendurch so gedreht habe, kamen ganz merkwürdige, schöne, vielleicht auch sehr schräge Sounds bei rum. Irgendwie so in der Richtung. Das heißt, diese Veränderung im Sound, und es geht zum Beispiel auch mit dem Delay, das heißt, das kann ich automatisieren oder kann es in Bitwig natürlich mit den Modulatoren modulieren, so wie ich das haben will, sodass ich auch aus einem relativ simplen Delay ohne irgendwelche zusätzlichen Effekte mit diesem Hin- und Herschieben einen Effekt erzeuge, der normalerweise so gar nicht benutzt wird oder in der Absicht steht. Und wenn ich diesen Effekt natürlich dann noch weiter benutzen möchte,
Habe ich die jetzt ausgemacht? Nee, habe ich nicht ausgemacht. Kann ich dann hinten dran einfach nochmal einen Reverb setzen, damit das Ganze noch ein bisschen hörbarer wird, beziehungsweise einen Kompressor oder irgendwas, damit ich hier richtig schön. Kann ich das Delay so ein bisschen sprechen lassen. Und ganz, ganz wichtig, packt immer einen Limiter hinten dran. Dem einen oder anderen wird das aufgefallen sein, dass der schon mal ziemlich am Anschlag war und weit drüber. Und damit ihr euch einfach das Gehör so ein bisschen absichert, immer einen Peak-Limiter bei solchen Sachen mit dran zu bauen, gerade wenn es um so Sachen wie Feedback geht. Und ich hatte hier ja mehrere Feedbacks am Start. Hier nochmal das Feedback, hier das Feedback. Und der hat hier auch nochmal ordentlich für Furore gesorgt. Und da immer genau wissen, was er tut, zur Not einfach, keine Ahnung, ein Not aus oder irgendwas, damit ihr euch euer Gehör nicht kaputt macht. Okay, das war's an dieser Stelle. War eine sehr lange Session. Und ich rate einfach, die Delays oder so ein Delay oder einfache Plugins einfach mal sämtliche Parameter versuchen, die Komplexität rauszunehmen und sie dann langsam reinzudrehen, zu gucken einfach, bei welchen Übergängen man welche Effekte machen kann. Und wenn ein Filter drin ist oder wenn man es vorher filtert oder hinterher filtert, ist es auch nochmal ein sehr großer Gewinn. So, das war's dann auch schon wieder. Mein Name ist Udo Sendai-Dukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.